und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katja Selt. Ich wollte mich jetzt wirklich mal kurz dazu äußern, weil es wird viel darüber geredet, viel darüber gesprochen, viel darüber gehetzt, was hier im Augenblick wegen dem neuen Gesetz, wegen den Hunden ist und Katzen natürlich auch, wegen den Straßentieren. Ich finde es wirklich schrecklich, ich finde es natürlich auch schockierend. Ich kenne aber auch die Kehrseite, dass mehrere Leute angegriffen werden, andere Hunde angegriffen werden von den Tieren, wo oben aus den Bergen kommen, wo Tollwut haben. Tollwut ist hier wirklich verbreitet, Leute, da muss man vorsichtig machen. Auch wenn ein Mensch davon nur kurz, sagen wir mal, auch nur geknapst wird und da ist eine Verletzung. Ja, man kann da dran sterben, ist nicht lustig. Und die werden ja eingesammelt und die werden untersucht und wird, ich sag jetzt mal, wie soll ich das formulieren? Ich finde es einfach schrecklich. Wenn kranke Tiere, gut, alte Tiere finde ich jetzt nicht so gut. Man sollte die wirklich kastrieren, sterilisieren, wieder aussetzen, meine Meinung. So, dann dürften aber keine neuen dazukommen. Wissen viele das Problem, dass viele Ausländer einfach ihre Tiere aussetzen und darf einfach nicht sein, ja? Jetzt aber mal zum anderen Thema, wo, glaube ich, viele gar nicht wissen, weil, ich sag mal, es wird auf die Türkei gezeigt, ja? Es wird aber nicht auf Ungarn gezeigt oder auf Rumänien gezeigt, wo sogar im Gesetz steht, dass die Hunde erschlagen werden dürfen. Im türkischen Gesetz sei dahingestellt, ob die das wirklich so machen, steht drin, die eingeschläfert, ja, also sanft eingeschläfert. Und Leute, erkundigt euch mal wirklich, es ist, was jetzt in den anderen Ländern abgeht, das sind EU-Länder auch, ja, zeigt bitte auf alle. Also ich sag jetzt mal, dann zeigt auch auf Rumänien, macht davon auch Videos, zeigt auch auf Ungarn, macht da Videos. Es gibt noch andere Länder, ja, nehmen wir Griechenland, ist ein Gesetz, dass die nicht getötet werden dürfen, machen aber trotzdem viele, ne, gibt es auch Berichte drüber. Noch nicht mal alte Berichte, sondern neue Berichte. Was ich jetzt ganz schrecklich finde, ich glaube, Frankreich hat damit angefangen. Ich stelle euch ab und zu mal Bilder hier hoch oder auch am Schluss. Hoffe nicht, dass mein Video hier gesperrt wird. Was Deutschland macht das jetzt auch. In Stuttgart, Leute, das nenne ich richtige Quälerei. Also wenn man schon Tacheles redet, dass in einem Land was nicht in Ordnung ist, dann sollte man auch wirklich über das eigene Land auch mal kurz was machen. Und ich glaube, viele von euch wissen das auch gar nicht. Entweder wissen sie es wirklich nicht oder sie wollen es nicht wissen. Zum Beispiel das mit den Löchern in der Kühe. Na, nur mal so. Jetzt die Berichte, ne? Wenn man nachforscht. Leute, ihr müsst auch wirklich mal ein bisschen mehr forschen. Denn seit 21 wird das auch in Stuttgart gemacht. Da wird gesagt, aber auch wenn es danach ist, wegen der Umwelt. 2019 ist das aber auch schon in Frankreich. Das ist schon länger, auch schon vor 2019. Da wurde aber gesagt, das ist für die Milchproduktion. Leute, die Kühe haben Löcher im Bauch, denen werden Sachen reingemacht und auch Sachen rausgeholt, damit die Kühe mehr Milch produzieren. Und dann sage ich wieder, boah, ich bin heilfroh hier, dass hier Milchprodukte und Fleischprodukte extrem teuer sind, damit so ein Scheiß hier wirklich nicht herkommt. Beschäftigt euch mal wirklich damit, das ist eine Quälerei. Stellt euch mal vor, jemand würde ja bei euch sowas machen. Weil Tiere sind auch Lebewesen, wird ja immer wiederholt wegen dem, was jetzt hier in der Türkei los ist. Nicht nur Kühe, es werden auch andere Tierversuche in Deutschland gemacht. Ich glaube, da wissen viele gar nicht von. Ja, zum Beispiel mit den Affen, dass die so Dinger oben reinkriegen. Na, stelle ich euch auch Bilder und am Schluss. Es wurde 2023 war das, 17% mehr Tierversuche an Affen getätigt. Leute, an Affen, wo man immer am meisten
ich meine, ich glaube nicht daran, aber mit dem Menschen vergleicht. Die bekommen nur Trinken oder nur Essen, wenn sie ihre Aufgaben haben, so ein Ding oben oder werden da festgekettet. Leute, schreckliche Bilder. Also mir kamen wirklich die Tränen heute früh, wo ich nochmal nachgeforscht habe, dass ich euch die Bilder da reinsetzen kann. Es ist schrecklich, was hier oder in anderen Ländern jetzt, besonders südliche Länder, wo diese Straßentiere sind, egal ob Hund oder Katz, was damit passiert. Aber bevor ihr wirklich über die Türkei oder andere Länder, aber jetzt im Augenblick ist ja die Türkei ganz entkommen, ne? Mit dem Finger drauf zeigen. Guckt bitte erstmal in anderen EU-Ländern, Rumänien, Ungarn. Warum postet ihr das nicht? Weil das ein Jahr alt ist. Weil das letztes Jahr war, oh, schon vergessen. Oder auch mal wirklich in Deutschland. Was in Deutschland, Leute? Also, das mit der Kühe wusste ich von Frankreich. Ja. Aber, dass das auch in Deutschland so ist und dass die das dann versuchen, schön zu umschreiben, angeblich wegen der Umwelt, obwohl 2019 Frankreich, weil Tierschützer hatten es rausgefunden, und dann haben die gesagt, ah ja, wegen der Milchproduktion und man bräuchte doch mehr Milch. Und das ist die Gier der Menschen. Leute, das ist wirklich die Gier der Menschen. Oder bei den Affen oder Hunden oder fragt der Henker was, alle Tiere. Ja, es gibt noch mehr Tierversuche im lieben Deutschland. Ja, ich erwähne es. Und nein, ich hetze nicht. Ich sage nur, was hier passiert, ist wirklich nicht schön im Augenblick. Ja? Aber ihr könnt nicht nur mit dem Finger hierher zeigen, wenn im eigenen Land genauso ist. Und ich finde, wenn eine Kuh Jahre mit so einem Loch, mit so einem Stöpsel, wie so einem Bullauge rumlaufen muss, nur damit mehr Leute Käse, hier Joghurt, Milch und so verzehren können, finde ich das doch schon extrem schlimm. Und würde es sogar noch befürworten, wenn diese Sachen hier noch teurer werden in der Türkei. Fleisch, Milch, Käse, Joghurt. Nur damit sowas nicht hier passiert. Weil das ist wirklich, Leute, das ist der Horror. Und das mit den Affen, geht mal und schaut euch mal wirklich die Videos an. Und das in Deutschland. Und jetzt seit 2023 17% mehr Versuche, menschliche, also Menschenaffen, ne? Weil sollen ja uns ähneln. Finde ich richtig schrecklich, finde ich horrormäßig. Ich bin immer noch entsetzt. Es geht da um Kosmetik, es geht da um Willensstärke, es geht da. Eins soll ich euch mal was sagen, was es geht? Um die Macht. Und das ist schlimm, Leute. Und um die Gier. Wie sagt mein Vater immer, wenn ihr selber so einen Klumpen hinten dran hängt, zeigt nicht auf andere, sondern erledigt erstmal das in euren eigenen Reihen. Ja? Und dann sagt mein Vater immer noch, die sollen sich mal an deren eigene Nase fassen, bevor sie auf andere zeigen. Oder mit hier nackten Finger zeigt man nicht auf angezogene Leute. Das ist so ein Sprichwort. Das soll eigentlich bedeuten, schau erst mal, was ihr oder du selber machst, bevor du auf andere zeigst. Ja, ich muss erst mal die Bilder verarbeiten. War wirklich schrecklich. Leute, war wirklich, forscht bitte nach. Ja, bevor ihr auf andere. Alles klar, bis denn, eure Katja. Vielleicht sollte ich auch ein Video machen mit boykottiert mal alle Deutschland. Leute, guckt, was die da machen mit den Kühen. Leute, guckt, was die da machen mit den Hunden, mit den Affen, mit den Ratten. Ey, es werden Tierversuche an Hunde gemacht. Leute, das ist schon gar nicht mehr lustig. Vielleicht sollten da mal mehrere Menschen auch Videos machen. Wie würdet ihr das finden? Würdet ihr doch auch sagen, ey, guckt doch erstmal, was ihr da macht, oder? War nur so ein kleines Nachdenkding. Bis denn, eure Katja. Ciao. In diese Löcher gehen die Menschen mit ihren Händen rein oder füllen da irgendwelche Sachen rein, damit ihr mehr Milchprodukte habt, mehr Fleisch habt. Schaut, Blut überall. Ist das schön?
Ist das wirklich schön? Nein.